Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Hellblade. So, wir machen genau dort weiter, wo wir aufgehört haben. Und ich weiß immer noch nicht, für was das Tor dann gut sein soll da oben. Und ich habe aber, glaube ich, noch eins gesehen. Da hinten ist nämlich noch eins. Aber wie kommen wir denn dorthin? Man kann ja hier nirgends wo rauf, oder? Von hier oben geht es auch nicht. Kann ich da mit dem Tor irgendwie einen Weg frei machen? Ich muss mal hinschauen, was sich da verändert. Für irgendwas muss das Tor ja gut sein. Was macht denn das Tor? Macht ihr mir hier jetzt so den Weg frei, dass ich so lang komme? Okay, schauen wir nochmal. Ob das richtig war? Da jedenfalls ist zum Baum rübergegangen. Der war vorher noch nicht da, oder? Ah, okay. Ja, da musst du echt erstmal schauen, wo du denn da lang musst. So, wo geht jetzt hier lang? Denke mal hier runter, oder? Zu dem Tor. Okay, da ist auf jeden Fall eine Brücke. Ah, okay. Der macht mich hier frei. Aber brauche ich diesen denn? Ja, weil sonst komme ich nämlich hier nicht hoch. Okay, dann probieren wir jetzt einfach mal. Okay, das war falsch. Dann muss ich nochmal zurück. Und ich glaube, erst wenn ich da oben bin, kann ich auch das mit den Zeichen dann machen. Jetzt mal so durch. Alter Schwede.
Das geht anscheinend gar nicht. Oder war das schon richtig? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ah, alles klar. Jetzt kann ich den Baumstamm wieder her tun, weil jetzt habe ich ja die Brücke unten. So, okay, ist der wieder da. Wir gehen hier einmal runter, bitte. Und müssten somit auch dort oben jetzt draufkommen. Alles klar. Okay, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen hakelig werden. Okay, und wir sind jetzt in dem Nest von der Krähe. Und müssten jetzt somit lösen können. Wubbel mich mal weg. I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom. Drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Senua. And she remembered what he told her. Hear me, reach out to me. Senua, take my iron mirror, look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 You led me to the wilds. You trapped me there. So, und los geht's. Kampf gegen den Fürsten. Defend yourself. Stop them. Boah. Thank you.
Stirb, du Vieh! Gar nichts mit der Kamera hier. Stirb! Du elendiges Vieh! Yeah.
The mirror. The mirror. Look. Thor. Now. Focus. Alter, das wird aber heftig. So, ich wubbel mich wieder weg. But not this time. The mark of Valravn, one of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. I still hear you. So, somit ist auch die zweite Gottheit getötet, der Gott der Illusionen. Puh, war ein ganz schön langer Kampf. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so lange geht. So, wie es dann aber in der nächsten Folge weitergeht und vor allem, wie es dann dort draußen weitergeht, das schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Bleibt auf jeden Fall dran, ist sehr, sehr spannend. Genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
euer Andy.